Bevor ihr fragt, nein, ich habe keine Wette verloren. Der Friseur sollte mir nur meine vielen grauen Haare wegschneiden. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr habt es im Thumbnail gesehen. Gestern dippen, heute hitten oder so. Ja, ich musste, ihr habt ja jetzt gesehen, in der Woche, wo wir die Liga hatten, dass ich auch ab und zu mal einen Dip ansetzen kann. Heute ist ein Tag, den hasse ich eigentlich, wo wir nur hit-uppen müssen. Also wir hit-uppen mit so ein paar Rathäusern hier. Ich bin erstmal auf dem Fry hier. Nee, nicht auf dem Fry. Ich bin erstmal auf dem Zweisocken. Denn der muss ein Rathaus 10 machen. Ja, der muss ein Rathaus 10 machen. Aber bevor wir loslegen, ganz kurz. Ich habe heute keine Folge darüber gemacht, dass es hier News gibt. Also hier die Update-Bilder-News. Jo, da gibt's was Neues. Hurra. Keine Trainingszeiten mehr. Clock Tower dauert ein bisschen zu lange. Meine Jungs hätten jetzt gesagt, juckt keinen. Okay, ich höre mal auf meine Jungs. Juckt kein. Alles klar, das war mir jetzt keine Folge wert. Also ich wollte jetzt heute erst was machen, habe gedacht, oh, das super Update kommt im Nachtdorf. Naja, okay. Aber vielleicht kommt es ja hier. Wir hitnappen heute auf drei Dörfer. Rathaus 9, Rathaus 8 und Rathaus 12. Ja, auch mein 12er muss heute hitnappen. Wir gehen auch sofort rein, denn ich habe nicht mehr ganz so lange Zeit. Und es steht 23:29. Wir werden diesen Clankrieg gnadenlos verlieren. Das war nicht so schlimm, denn hier im Clan Deutschland Ed, da halten wir uns ganz gut. Liga halten ist das Motto und ich weiß gar nicht, warum die den Zweisocken hier mitgenommen haben. muss ich wirklich mal so sagen. Ich weiß nicht, warum die den mitgenommen haben. Naja, jetzt ist er mit dabei, mitgehangen, mitgefangen und ja, dann machen wir mal auch das Nötigste. Ich habe alles beisammen. Wir müssen das Rathaus bekommen, wir müssen ein bisschen Clanburg bekommen. Mal sehen, wie wir das anstellen können. Ich weiß noch nicht genau, wie ich vorgehe, aber ich gehe einfach mal vor. Mal sehen, ob wir da irgendwelche Clanburg bekommen. Ja, die bekommen wir schon mal. Okay, da gibt es schon mal ein bisschen Clanburg. Und ich habe ein paar Hocks dabei, ich habe ein paar Hexen dabei, ich habe ein bisschen Mauerbrecher dabei und ich habe drei Wut vor allen Dingen und ganz, ganz viel Sprung, aber ich muss jetzt auch ein bisschen giften hier. Der Babydrache muss rein und vielleicht geht die Hexe da auch noch rein. Gucken wir mal, ob die Hexe da auch noch reingeht und ob hier nicht schon mal meine Mauerbrecher dort reingehen können. Aber die Hexe ist drin, Mauerbrecher gehen auch rein und die Queen kann eigentlich nur dahin gehen und wieso kann ich denn hier meinen Babydrachen nicht raussetzen? Ach, da muss ich den setzen. Okay, Queen bitte Richtung Rathaus, sonst muss ich den King halt schicken. Den wollte ich allerdings nicht schicken. Das muss der Drachen da erledigen. Okay, da gehen die jetzt auch noch da drauf. Oh, das Rathaus, wir haben gleich das Rathaus schon. Ich muss nur zwei Sterne holen, Leute. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Und jetzt gucken wir mal, dass die da so reingeht. Hier hinten funneln wir jetzt schon mal mit unserem King. Rathaus ist weg. Die Queen kann eigentlich laufen. Ich habe Hog Rider in der Clanburg. Ich weiß, die sollen mir nur die Prozente bringen hier. Mehr sollen die gar nicht machen. Und naja, hier habe ich einen Sprungzauber. Für zwei Päckis, ein paar von denen. Und dann gucken wir mal, dass die Queen hier noch vielleicht ein bisschen weiter geht. Wieso geht die jetzt nicht Richtung Bombenturm? Queenie! Ah, wieso geht die Queen da nicht Richtung Bombenturm, ey? Sehr ärgerlich. Okay, mal sehen. Ich habe so ein paar Hogrider dabei. Hier unten geht das auch noch so seiner Dinge. Und dann nehmen wir mal den Wut hier unten. 35% haben wir schon mal. Ob das zwei Sterne werden, wird sicherlich sehr, sehr schwierig werden. 41%, wir haben noch einen Giftzauber. Den hätte ich jetzt eben nehmen können. Ich weiß, den hätte ich ja nehmen können. Aber hier unten geht das eigentlich noch ganz gut. 47, 48, 50. Jo. Okay, erster Hit-Up gelungen. Ja, komm, Tesla-Farm. Du Tesla-Farm, kannst mich mal. Denn so weit wollte ich gar nicht kommen. Ich wollte nur die zwei Sterne hier machen. Ich habe jetzt keine Heiler mehr. Und die alten Skellies hier, die... Ich wollte gerade sagen, die gifte ich dann doch noch. Nee, ich kriege den Zauber hier manchmal nicht raus. Naja, jetzt zwecke ich ihn, oder? Ja, jetzt zwecke ich den wenigstens. Okay, dann habe ich den Bogenschützenturm nochmal gerade zunichte gemacht. Wir haben 58%, zwei Zuschauer und oh, ganz gut. Das war für mich ein akzeptabler Hit-Up. Mal sehen, ob die anderen Hit-Ups auch noch so werden. Achso, der läuft jetzt so lange, bis der
Giftzauber ausgelaufen ist. Okay, da haben wir nochmal zwei Sterne reingemacht hier. 25, 29. Zwei Angriffe haben wir noch. Der Gegner hat auch noch zwei. Aber wir sind hier leider in diesem kleinen Krieg etwas unterlegen. Oben mit 12ern, 13ern. Und hier im unteren Bereich waren es dann auch, ihr seht das, 10er, 10er, 10er. 10 gegen 10 ist nicht unbedingt immer ein 3-Sterner. Wir jumpen mal ins nächste Dorf, wo wir hit-uppen können. Können wir die eigentlich nochmal nachbauen? So schlecht ist sie gar nicht. Ne? Wir bauen die mal nochmal nach. So schlecht ist sie gar nicht. Also, kurzer Cut. Ich gehe mal ins nächste Dorf und dann machen wir weiter mit unseren Hit-Ups. Okay, wir sind auf dem Rathaus 8, auf dem Fry. Also auch hier muss ich hit-uppen. Ich weiß nicht, ob ihr gestern im Livestream gewesen seid. Nicht gestern, sondern am Mittwoch. Dort habe ich euch schon mal den Anfang von diesem geilen Clankrieg gezeigt. Echt geil. Wirklich geilen Clankrieg. Aber wir haben uns schon gedacht, dass der Gegner nur so ein paar Angriffe macht. Und wir haben wieder mega Luck, aber wir haben sowieso so viele Sterne vor dem zweiten hier. Und gegen den zweiten haben wir ja ganz zu Anfang schon gespielt. Also kann ich hier auch, ich muss hier hit-uppen. Ich muss jetzt mal gerade schauen, was habe ich eigentlich dabei. Ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Okay, ein paar Hawks, geil. Level 2 Hawks. Na, egal. Egal, Leute. Wir nehmen hier so ein freshes Dorf. Ich gucke jetzt mal gerade. Klamburg ist hier nicht zu erwarten. Oh, das ist so ein Dorf. Okay, Klamburg ist hier nicht zu erwarten. Und da ist eine Queen. Wir kommen der Queen mal entgegen. Ich habe ja keinen Sprungzauber oder sowas. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier die Prozente reißen. Aber wir gehen mal rein ins Geschehen. Schauen wir mal, ist da so ein typisches billiges Rathaus 9 Farmdorf. Ich setze jetzt mal nichts hier hinten rein. In die beiden Löcher. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Und ich habe ein bisschen wenig Mauerbrecher dabei. Okay, das gebe ich ganz klar zu. Ich habe ein wenig Mauer oder zu wenig Mauerbrecher dabei. So, aber ich habe ein paar dabei. Das ist ja schon mal nicht ganz so unwichtig. Und das sieht erstmal ganz gut aus. Meine Mauerbrecher gehen auch nicht weiter. Da sterben schon mal die ersten von denen. Einmal hier gesetzt. Und ich glaube, ich kann auch meinen letzten Magier hier setzen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Die werden jetzt hier von der Queen angezogen. Ich kriege mal wieder mein Gift nicht raus. Jetzt kriege ich ein Gift raus. Okay. Und jetzt geht es nur darum, dass wir hier die Prozente machen. Es geht nur darum, dass wir jetzt die Prozente machen. Da kommen meine Hoggies und oh, in der Mitte, da sind doch meine starken Truppen hier. Eins, zwei, ein Stern müssen wir erreichen, Leute. Wenn zwei wären, umso besser gegen diese Lauchs hier. Und hier nochmal den gesetzt hier. Ein Stern haben wir schon mal. Ah, Pekka und King Kong, ihr beiden, macht da ein bisschen was. Die Hoggies da sind noch gut unterwegs, okay. 46%, aber die Ecke hier hinten, das werden wir nicht schaffen, denn meine Level 2 Hawks und die Level 2 Hawks aus der Clanburg, obwohl meine sind gar nicht mehr Level 2, meine waren gerade Level 4 schon. Na, guck mal einer an. Ah nein, Skelette. Gift, 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 Gift. Kommt, geht da hinterher. Oh, die Sprungfalle war böse. Okay, die Sprungfalle war böse, das gebe ich zu. Aber trotzdem, auch hier 61%, zwei Sterne gemacht. Boah, das Hit-Up läuft heute. Ich freue mich auch, dass das ganz, ganz, ganz gut klappt, denn das hebt einen dann wieder so ein bisschen an. Also bei dieser CSCCWL kriege ich immer so ein bisschen so einen Hals. Also ich habe tagsüber jetzt, wenn ich an Clash of Clans oder nicht an Clash of Clans denke, dann habe ich immer gute Laune, und sobald ich dann ins Spiel komme und denke, ach du Scheiße, du musst das hier noch machen, dann kriege ich irgendwie so komische Laune. So, wir holen hier noch richtig Prozente, obwohl wir die gar nicht am Ende brauchen, aber egal, 70 haben wir schon mal. Der Päcker geht hier noch 40 Sekunden, das schneide ich euch raus. Okay, Freunde, man sollte das Mikro auch anmachen, oder? Aber ich habe ja noch gesagt, ja, waren 3 Sterne, bla bla bla. Habe ich mal wieder vergessen anzumachen. Aber last but not least, hier heute muss mein Rathaus 12 mal gegen Rathaus 13 an, denn unser Gegner hat only Rathaus 13 hier. Einige haben hier schon versemmelt. Ich bin gedreiert worden. Was willst du machen? Aber wir wollen auch hier das Beste eigentlich rausholen.
und werden das, glaube ich, gar nicht mal mehr schaffen, denn wir haben zu viele Einsterne. Dazwischen hier ist noch nicht angegriffen worden. Egal, wir wollen die Sterne hier in jedem Fall rausholen. Und auch ich habe heute es gegen einen 12er zu tun, auch ein schräger 5 sogar. Ich weiß nicht, ob das mit der Armee von gestern klappt. Die war gar nicht mal so schlecht, habe ich einen Wardenwalk gemacht im Livestream. Aber ich gucke mal, dass wir hier unten ein bisschen Compartment wegbekommen. Hier dürfte eigentlich noch das ein oder andere Lager weggehen. Ich schaue einfach mal. Ich hab jetzt keine Karre dabei. Ich habe einen Blimp oder einen Felsenwerfer wieder, weil ich immer gedacht habe, ich könnte mir das Rathaus wegsnacken. Aber vielleicht können wir uns was anderes wegsnacken. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auch gleich rein. Muss mal eben gucken. Ich glaube, das wollte ich so machen. Hier unten die Ecke rausnehmen, denn ich glaube, das geht ganz gut. So, da ist schon mal die Ecke raus und der kann ja erstmal ein bisschen weitergehen. Oh, der geht sogar richtig gut weiter, auch nicht schlecht. So, dann können wir hier unseren Funnel weiterbauen, denn wir wollen ja Richtung Rathaus. Das Rathaus ist in jedem Fall Ort der Begierde. Das Rathaus ist Ort der Begierde und okay, der geht dort. Hier hinten können wir mal einen Bowler ansetzen, würde ich sagen. Und vielleicht sogar noch einen Lohn. Vielleicht sogar hier nochmal den Lohn für den Minenwerfer. Das sieht noch ganz gut aus. Der Bola, schafft er das Lager da? Komm, Bola, mach mal. Jo. Der Bola packt das. Okay. Tja, jetzt, es ist dann eigentlich immer die Frage, Queen oder was anderes? Queen oder was anderes? Wir nehmen mal die Queen. Wir können ja den King noch ein bisschen woanders laufen lassen, würde ich sagen. Denn den brauchen wir nicht unbedingt in der Mitte. Der kann hier für uns so ein bisschen da fangen. Denn wir brauchen die Yetis hier. Wir brauchen die Yetis an der Stelle und müssen hier zum Rathaus rein. So muss man es ja einfach mal sagen. Alter, meine Queen! Scheiße, nee! Oh, meine Queen ist da absolut verreckt gerade. So ein Mist aber auch. So, dann müssen wir hier jetzt doch mal, glaube ich, ein bisschen frieseln und schaffen die das da? Alter Falter. Ich hab die Tage schon so gesagt, das ballert hier, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, was das teilweise ballert. Und ich würde sagen, wir schicken mal hier unseren Blimp rein. Mal sehen, wir haben jetzt erst 40%. Komm, mach da mal ein bisschen. Ich schicke den Blimp jetzt einfach so rein hier. Wir friesen nochmal. Ich schicke den einfach so rein. Ich mache den da mal auf, dass da vielleicht noch ein paar Prozente gehen. Und der Warden ist noch dabei. 46, 47, 48. Hier gehen die auch noch. 49, kommt, macht das Ding da noch weg. Bevor der Adler noch mal ballert. Der ist aber jetzt weg. Ah ne, der Adler ist da hinten in der Ecke. Okay, 50%. Ich muss echt so lachen, ey. Du krampfst hier irgendwie die 50% durch. Aber so kannst du es machen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was da in der Clanburg war. Oder was da denn noch so rauskam. Aber so oder so ähnlich war mein Plan. Einfach 2 Sterne holen hier auf den 13er. Und ich wusste, ich habe die Tage schon gesagt mit meinem... Die können wir nochmal nachbauen. Ich habe die Tage schon gesagt mit meinem Rathaus 13. Hat der Shikari gefragt, Thorsten, hast du einen Plan? Habe ich gesagt, hab ich doch nie. Das wird schon. So ähnlich war das jetzt ja auch. Naja, egal. Ich hoffe, die Hit-Up-Folge hier hat euch zum Wochenende gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und habt ihr auch Hit-Ups? Immer rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns am Wochenende in weiteren Folgen oder auch in Livestreams mit mir. Was habe ich noch vergessen? Ja, schönes Wochenende und immer schön Hände waschen. Nicht vergessen. Ciao, ciao. Euer Toto. Flasht.